Folgen wir mal den Schwein, der hat. Oh, der hat unser Heilkraut. Der hat das Heilkräuter. Danke, dass das Schwein den Weg freiräumt. Und Tor niedergebrannt. Rein hier. Rein hier. Genau so. Sesam, öffne dich. Oh, das Schwein. Wir brauchen das Kräuter. Verschwinde nicht so einfach. Ja, da haut das Ding doch einfach ab. Ach du Scheiße, ja. Wie komme ich denn? Ja, hier brauche ich Torin für. Hilfe! Ich brauche die Schweine hier geblieben. Hier geblieben! Gib mir die. Och. Gib mir deine Scheiß. Dinger dort. Die scheiß Blume brauche ich da. Was? Wie? Oh nee, muss das Level hier nochmal von vorne machen? Och, Kacke. Haben sie jetzt versaut hier. Und wurde von dem Schwein besiegt, also. Ja. Schön, dann. Ja. Das ist übrigens die Pflanze, die wir brauchen, das Phönixkraut. Das besagte Phönixkraut. Was für die, also, was für die Rattenblut von seiner Ork-Giftwunde. Aber solange das Schwein die Kräuter hat, ja, kann Philly nicht geheilt werden. Also. Ich bin ja auch ein Edgarianer und tue Schweine nicht sehr gerne weh, ja. Aber, ja gut, es steht das Leben eines Zwerges auf dem Spiel, also. Also, bitte. Da geht ein Leben des Zwerges doch für mich irgendwie ein bisschen vor. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sehe, aber das ist ein bisschen. Ja, da muss das Schwein halt irgendwie notfalls dran glauben. Also, wenn es nicht anders geht, dann mach ich halt Sülze da aus dir, liebes Schweinchen hier. Ja, jetzt komm. Ich will dich wirklich nicht hauen, das ist. Aber bitte hier, komm. Gib mir das Kräuter und kannst du wieder. Kannst du wieder in deinen Schweinestall gehen. Au. Oh. Vorsichtig, das Schwein ist ziemlich aggressiv. Au. Oh. Wenn das mal nicht Futter für das Schwein ist. Komm her, Schwein, komm her, komm, hier gibt's Futter. Hier gibt's Futter, ja, leg die Blume ab. So, ja, jetzt her damit, komm, gib her, rück raus. Jetzt. Danke. Tut mir leid für das Schwein, aber. Du kommst nicht vorbei. Er hält nicht mehr lange durch. Artemis. Was hat dir vor? Ich bewahre ihn vor dem Tod. Haltet ihn fest.
Schau dir. Komm. Jetzt geht's dem Ork an den Kragen. Na, bitte. Gut, so viele, also ein Münzchen habe ich, ein kleines goldenes Steinchen habe ich für den Abschluss des Levels gekriegt, aber mehr auch nicht. Ja, egal. Weiter geht's gleich mit dem nächsten Level, würde ich mal so sagen. Ja, es ist noch nicht viel Zeit vergangen. Irgendwann später. 3 Uhr 28 nachts. Ja. Da ist noch Borg. Na, jetzt geht's um Borg. Mein lieber Ork-Bösewicht hier. Jetzt geht's dir an den Kragen. So. Legolas. Ich darf mal wieder Legolas spielen. Juhu. Ja. Ich bin auch ein Elbenfreund, ja. Wie Gimli und Philly und Killy. Bin ich ein Elbenfreund. Ja. Aber kein Orkfreund. Also. Was zum Warg geht hier vor sich? Hui. Das war knapp. Noch mehr von diesen Viechern. Noch einer, noch einer. So, mal wieder bauen, wie es sich für ein Lego-Spiel gehört. Und einmal drehen. Okay. Rinne da. Hopp. Hopp. Ich sagte hopp. Ja, das wird heute nichts mehr. Alles klar! Sieht ein bisschen wie Sport aus. Ach ja, endlich. Nach gefühlten 3 Minuten kommst du dann hier endlich auf die Idee. Schießt der da einfach auf mich hier. Und hopp, hopp, hopp. Und rüber. Jetzt hier, Sache, die du da mal hochgesprungen. Hier lang. Und hopp. Und hopp. Und runter da. Er flüchtet. Er darf nicht entkommen. Bleib hier, du feige Sau, nicht einfach deine Schergen hier auf mich losschicken, das ist, als ob dich nicht. Kämpf wie ein Mann. Mist, er haut ab. Komm ich hier irgendwie hinterher, Wie komme ich hinterher? Er verschwindet. Geh drauf. So rüber. Macht einen Schneeengel. Ah ja, Entschuldigung, der Ork hatte nichts Böses gewollt. Das ist, ja, tut mir leid. Keine Zivilisten töten. Und hopp. Da geht's rüber. Da
Das ist ein Kampf zwischen mir und dir. Ein Kampf zwischen uns beiden, niemandem anderen. Hier wird keine Ork-Armee mit einbezogen. Das ist hier... Das ist ein Kampf Mann gegen Mann. Hier wird nicht mit unfairen Mitteln gekämpft. Du Feigling. Stell dich mir wie ein richtiger Mann. Kämpfe! Genau so. Ja. Komm. Jetzt, hier. Jetzt gibt's aus Maul hier. In die Fresse. Ich poliere sie dir, bis du nicht mehr Ork sagen kannst. Tja. Jetzt ist mit dir vorbei. Legolas folgt ihm. Yay! Du schaffst es, Legolas. Krieg ihn. Okay. Erfahren wir noch, wie Legolas... Oh-oh. Alfred. Und. irgendwas zum Bauen? Nee, den habe ich nicht mit. Ich habe nur Gandalf und Radagast. Radagast. Persönlich finde Gandalf besser, also. Oh, Radagast. Mach mal heile hier. Gut, so, wie kommen wir jetzt weiter? Das da. Dahin. Und jetzt? Das hier irgendwie zerstören, oder? Hier vielleicht was? Hier vielleicht was? Hier vielleicht was? Ja, da ist was. Da sehe ich doch. Also hier auf den Haufen legen. Das kann ich bauen. Skelett im Käfig. Ah. Sehr schön. Ah, es war ein Schalter. Okay. Und dann mal hoch da. Ein kleiner Zauber, um den Baum da umzuhauen. Okay. Wieder was zum Bauen. Oder zum Zaubern. Wie man es halten will. Kann man halten wie ein Dachdecker. Ja, weiter geht's. So. Einmal springen, lieber Radagast. So. Joa, hau nicht ab. Ich mach's mal mit Gandalf hier. Ho, ruck! Da geht's drin. Okay, okay. Kein schöner Ort. Nein. Ist sie nicht.
Hier gibt's was zum Zaubern. Hier nicht. Oh, da bräuchte ich Legolas im freien Spiel. Das wird lustig. Oh, Radagast. Hier mal. Mach mal heile. Okay. Ich glaube, das war notwendig. Jetzt hier mal das Drohtin zaubern. Nur das. Ah, scheinbar fehlt noch das Teil hier. Das muss ich noch Drohtin zaubern. Plumps. Und zusammenbauen. Oder zusammen zaubern. Wie gesagt, wie du willst. Ist dir überlassen. So, jetzt hier drehen. Zerre die Luster hier mal. So, Umlenkspiegel hier, das ist. Mache ich hier so ein Illuminatendreieck. Und dann passt das auch schon. So. Haben wir es auch wieder gelöst, das Rätsel. Runter geht's. Wow, eine tiefe Schlucht. Schnell ins Wetter. Und da unten ist irgend so ein Stadt-Dingens, aber so ein Dingensbummens, was wir für das freie Spiel brauchen, aber ich glaube, das will ich jetzt nicht riskieren darunter, oder? Krieg ich das hin? Krieg ich das da hin? Ne, krieg ich nicht hin. Lass mal gut sein. So, hier mal ein bisschen Krawums. Na bitte, geht doch. Okay, hier runter. Dann kriegen wir doch noch das Dings. Oder nicht? Ne, das wird da oben. Brauche ich Gollum für. Eine Brücke aus Skelettteilchen. Aus Knochen. Skelettteilchen. Ja, mir ist kurze Zeit mal das Wort Knochen entfallen. Oh, was ist da? Wer ist hier begraben? Er wäre nur bekannt als ein Diener des Bösen. Einer von neun.